Hallihallo und herzlich willkommen zu Jennys Beauty School. Ich habe heute was ganz Cooles für euch und zwar starte ich heute ein bisschen die Reihe Richtung Augen-Make-up. Ich werde euch heute mal zeigen, wie ihr einen ganz warmen, sommerlichen Look zaubern könnt, beziehungsweise einen Smoky Eye, der jetzt nicht ganz schwarz ist. Wenn ihr das natürlich möchtet, können wir das auch gerne mal machen. Also packt so ein richtig Drama, Diva-Glam Augen-Make-up. Aber heute habe ich mich entschieden und zwar mit der BH Cosmetic Palette zu arbeiten. Und zwar ist das die Modern Neutrals 28 Color Eyeshadow Palette. Und da werde ich einen ganz sanften, sommerangehauchten Smoky Eye zaubern mit ganz wenig Aufwand und ohne Eyeliner, weil je nachdem, was ihr für Farben benutzt, zum Beispiel, ich möchte das sehr, sehr soft halten. Nicht jede Frau kriegt Eyeliner-Strich hin zum Beispiel. Das ist halt einfach so. Das ist aber überhaupt keine Schande. Das ist alles ganz in Ordnung. Und ich würde halt gerne mal so einen ganz soften Look schminken. Und zwar stehe ich gerade, benutze ich so ein bisschen diese Farben, benutze ich mal mit. Diese drei, die fand ich halt mega, mega cool. Da kann man schön in die Crease was reinmalen. Und werde als Aufbaufarbe hier auch mal was nehmen. Und zwar eine von diesen da. Und wie gesagt, ein Smoky Eye ist eigentlich praktisch nur ein grundierter Lidschatten, den ihr auf euer gesamtes Lid auftragt, außer auf den größeren Bogen. Und dann praktisch hier in eure Crease eine dunklere Farbe reinsetzt, die praktisch eure Intensivierung praktisch sehr, sehr viel höher setzt. Ja? Ich habe für diese Arbeiten praktisch meistens diese von Essence, die sind wunderbar. Es sind die besten Blenderpinsel. Sie sind groß, sie sind weich, sie sind günstig. Sie sind, glaube ich, unter 2 Euro. Da habe ich hier einmal einen Blender. Also es sind beides ein Eye Blender Brush. Also einmal habe ich hier so einen Rolidanen, der ist, glaube ich, ein bisschen zierlicher. Die sind ein bisschen gröber, aber mit denen, Leute, kann man wunderbar arbeiten. Dann habe ich hier nochmal so eine etwas spitzere Brush von so einer Unicorn-Reihe. Ich weiß gar nicht, die habe ich bei Amazon, glaube ich, gekauft. Und da kann ich halt wunderbar nochmal ganz krasse Akzente setzen, um praktisch damit halt noch ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen. Ich fange mein ganzes Augen-Make-up halt damit an, indem ich jetzt mir eine Farbe suche, die praktisch als Grundierung gilt. Ihr müsst halt immer so eine Aufbaufarbe finden, wo ihr erstmal euer Augenlid praktisch, sage ich mal, aufbaut. Und ich würde heute, denke mal, in eines dieser Farben gehen. Ich denke, ich werde mal in diese Farbe reingehen und die mal antesten, wie die auf meinem Auge aussieht. Weil die habe ich jetzt bei der BH Cosmetic, müsst ihr halt echt aufpassen, da ist super viel Fallout. Weil da sind auch echt stark pigmentierte Dinger dabei, also muss ich echt sagen. Ich nehme jetzt mal einfach diese hellere Farbe hier unten, ja. Und fang jetzt einfach an, packe ich das Auge bis zum zwei Drittel praktisch auszumalen. Ihr seht halt schon einen totalen Unterschied. Also ihr kriegt praktisch eine viel ebenmäßigere Grundierung hin. Also ihr könnt darunter einen Lidschattenprimer drunter setzen. Ich mache das vor allen Dingen bei sehr dramatischen Looks, damit ihr praktisch nicht euer Lidschatten auf dem Weg verliert. Muss aber auch sagen, das muss man jetzt als Anfänger auch nicht machen, weil ein softes Smoky Eye zum Beispiel verläuft sich mit der Zeit sowieso etwas. Da braucht ihr keine Angst haben, dass es sich nicht verläuft. So, diese Crease-Farbe, diese Lidschattengrundierung finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Die ist schön hell. Die könnte auch schön. Bei dem Smoky Eye ist es auch gar nicht wichtig, ob ihr sauber arbeitet. Weil ich habe jetzt da zum Beispiel noch Grundierung aus einem anderen Video, was ich auf jeden Fall demnächst hochladen werde. Habe ich jetzt noch praktisch schon Grundierung und so aufgetragen. Das könnt ihr aber auch danach machen. Das schaut ihr euch einfach an. So. So. Das Auge wäre praktisch grundiert. Und ihr seht ja schon, dass es ein wesentlicher Unterschied ist, ob ihr jetzt praktisch das Auge grundiert oder nicht. Was halt sehr wichtig ist, ist die Farbkombination, wo ihr Lust drauf habt. Also ich zum Beispiel beginne jetzt mal mit diesem Orange in meiner Crease zu arbeiten. Sprich, ich nehme jetzt einfach mal den schmaleren Blenderpinsel, gehe jetzt in dieses Orange und gehe jetzt mal praktisch hier so rein, ja. Ihr könnt praktisch, ihr müsst halt, also ich arbeite zum Beispiel gerne in kreisenden Bewegungen, sodass ihr praktisch gucken könnt. Also ich gehe jetzt mal so nah ran, wie es geht. Also ihr könnt jetzt erstmal in eure Crease, beziehungsweise hier, da ist doch so ein Knochen drin, das ist ein Augenbrauenbogen.
Und da geht er einfach rein. Da könnt ihr in tupfenden, kreisenden Bewegungen reingehen. Das spielt keine Rolle. Ihr könnt nichts falsch machen bei dem Look, weil ihr im Prinzip ja mit Verblendung arbeitet. Das heißt, ihr könnt gar nicht arg viel falsch machen, weil jede Art von zu krasser Intensivierung könnt ihr praktisch ausbuffen, das heißt ausblenden. Und das finde ich dann halt bei dem Look zum Beispiel auch mal mega gut. Ich gucke jetzt nochmal parallel in den Spiegel, um praktisch die richtige Farbintensität zu erwischen. Die Farben von BH Cosmetics sind Monster. Ich hab jetzt demnächst auch einen fetten Haul für euch. Den lade ich sogar nächste Woche in der Mitte der Woche mal hoch. Weil ich habe jetzt so geile tropikanische Farben bestellt. Habe jetzt endlich die Bella-Palette bekommen, wo ich auch gerne was rausschminken kann. Das werde ich, glaube ich, auch sogar machen. Weil ich gerade immer mehr übe, vor der Kamera mich zu schminken. Und ich hoffe, das ist eigentlich ganz gut. Also, diese Farbe ist wow. Ihr könnt jetzt auch praktisch hier unten drunter praktisch das sauber machen. Das macht eigentlich überhaupt nichts. Ihr könnt ja zum Beispiel auch zur Not ein bisschen vom Make-up abtragen und mit eurem Make-up-Blender dann praktisch wieder neues Make-up auftragen. Was ihr jetzt entscheidet, ist praktisch, wie stark intensivieren ihr das wollt. Ich nehme jetzt praktisch die nächste Farbe, und zwar diese hier, um die praktisch zu intensivieren. Ich mische jetzt praktisch diese beiden Farben mal ein bisschen und ihr geht dann einfach jetzt hier nochmal rein und macht wieder in kreisenden Bewegungen einfach eure Lidfalte dunkler. Wie ihr seht, es sieht so, so, so schön aus. Ihr könnt wirklich gar nichts falsch machen. Ihr geht einfach in kreisenden Bewegungen in euer Lid rein. Wenn ihr euch halt nicht, wenn ihr zum Beispiel jetzt in der Mitte ein bisschen diesen feurigen Verlauf lassen wollt, dann lasst es einfach. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie weit ihr hochgehen sollt, dann lasst es ebenfalls. Und geht dann praktisch nicht zu weit. So, Leute. Ich habe jetzt praktisch diese Farbe aufgetragen. Hier zum Beispiel würde ich so, so gern noch ein bisschen mehr Orange in die Mitte ziehen. Das heißt, ich werde jetzt mal das Lid hier ausmalen, weil da habe ich jetzt Lust drauf. Das müsst ihr aber echt nach Geschmack machen. Smoky Eyes sind schon lange, lange, lange kein Muss mehr in Smoky Farben, sprich in dunkelgrau oder sonst irgendwas. Absmoken bedeutet eigentlich nur, dass ihr praktisch was nehmt und praktisch die Augenwinkel halt irgendwie heller macht. Genau. So. So, das könnt ihr wegwischen. Was auch immer ganz gut ist, ist, wenn ihr einen sauberen Bufferpinsel habt. So, ihr habt jetzt da praktisch, wenn ich ganz nah rankomme, ihr habt praktisch einen ganz tollen Farbverlauf. Wenn ihr den natürlich absoften wollt, macht ihr das einfach so, indem ihr wieder in den kreisenden Bewegungen von innen nach außen geht. Weil ich finde es leichter, wenn ihr praktisch mit einem sauberen. Also ihr müsst halt, zum Beispiel, ihr dürft halt jetzt nicht den Fehler machen, indem ihr eure Crease-Farbe praktisch dazu benutzt, um nach draußen zu gehen. Das wäre halt doof, weil das ist halt. Es wäre halt ein bisschen zu arg dunkel. Und praktisch jetzt bei mir, mein Look, der ist jetzt praktisch mir noch ein bisschen zu hell. Also ich nehme jetzt den spitzeren Pinsel. Und ihr könnt ja zum Beispiel auch das total verdunkeln. Hier ist zum Beispiel ein dunklerer, braunlicher Rotton. Und dann geht er jetzt einfach nur noch in diese obere Lidfalte und macht einfach große kreisende Bewegungen. Und ihr habt praktisch sofort einen totalen Unterschied zwischen dem und dem Auge. So, und gebt mal. Also, was auch sehr gut ist, wenn ihr halt das Glück habt, so wie ich, euren Pinsel anzusetzen. Und hier einfach in diese Falte zu gehen, gell? Ihr müsst euch da nur ein bisschen drauf einlassen. Hat ein bisschen Übung. Das sieht auch ein bisschen bekloppt aus. Dann lasst ihr einfach, schließt euer Auge so ein bisschen und fahrt einfach in der Falte rum. So, und weil es dann natürlich sehr, sehr stark ist, müsst ihr halt einfach nur noch gucken, dass ihr diese Ränder weich kriegt. Das geht eigentlich ganz gut mit dem Pinsel hier. So. Wie ihr seht, ist da auch ein bisschen Fallout. Das mache ich jetzt mal weg. Ich kompliziere den Look mal, indem ich jetzt ein bisschen Kajal auftrage und meine Wimpern tusche und dann komme ich gleich wieder zurück. Hallo ihr Lieben, und da bin ich auch schon wieder zurück. Ich habe jetzt eigentlich in meinen Look nur noch von meiner Kari Bybee Palette, die ich über alles liebe. Da kann ich euch gerne die Farbe mal zeigen, die ich praktisch noch in diese inneren Corner reingelegt habe. Und zwar habe ich hier diese Farbe, diesen Highlighter-Farbe genommen und habe die praktisch hier in die inneren Augenlider gelegt. Ich finde es unheimlich gut geworden. Wie gesagt,
Bei dem Smoky Eye braucht ihr nicht so den große Angst haben. Ihr seht ja zum Beispiel, ich bin jetzt auch nicht perfekt auf praktisch einen Smoky. Ein Smoky Eye ist praktisch für euch super, super einfach zu machen, wenn ihr einfach nur ihr müsst praktisch nur drei, vier Steps beachten. Erstens, kauft euch ein paar gute Pinsel, wo ihr wirklich ausbuffen könnt. Ich benutze im Durchschnitt zwei bis vier verschiedene davon. Eine für diese Crease-Farbe praktisch für diesen Aufbauphase, eine etwas kleinere, um es noch ein bisschen zu intensivieren, wie dieses Augenlidfahrerei. Dann praktisch also ich habe zum Beispiel ja drei komplett identische von Essence gekauft, dann eins eine saubere, um praktisch nochmal die ineinander verlaufen zu lassen. Und wie ihr seht, ihr kriegt wunderschöne Ergebnisse hin. Ihr könnt auch mit dieser Crease-Farbe hier, was ich jetzt noch gemacht habe, hier reinfahren, um noch ein bisschen praktisch so eine gute Ebene rauszubekommen. Aber wie gesagt, ich finde das unheimlich gut gelungen. Es ist praktisch jetzt praktisch für den Sommer ein Smoky Eyes, der nicht smoky geworden ist, sondern so warmton, rötlich, braun verlaufen. Ihr könnt das mit unendlichen Sachen machen. Ein Smoky Eyes ist auch, wenn ihr da in den inneren Kornern zum Beispiel hier praktisch als Grundierung vorne in den halben Übergang praktisch auch Glitzerpartikel reinmacht oder so Nix-Pigmente. Die werde ich mir auf jeden Fall, wenn mein Mann, ich und Freundinnen runterfahren, nochmal kaufen. Ich suche ja unbedingt diesen wunderschönen Pigmenttopf, wo wir ganz verschiedene Looks mit stylen können. Wie gesagt, es ist jetzt nur eine Farbvariante. Ihr könnt das auch mit praktisch mit diesem helleren, mit einem Schwarz machen. Ihr könnt das unheimlich gut. Ich habe zum Beispiel jetzt einen ganz einfachen Kohlekajalstift genommen, habe mein Augenlid runtergezogen und habe praktisch einfach nur einen ganz schmalen Strich gemacht und habe mit dem Pinsel das dann versoftet. Das heißt, wenn ihr das nicht ganz gerade hinbekommt, könnt ihr, ich sag mal mit einem Bescheißele-Pinsel, nehmt ihr einfach so einen Spitzenpinsel und softet es einfach aus, ja, so, damit praktisch diese Linien etwas breiter werden und verschwimmen. Wie gesagt, traut euch, macht, wir haben Sommer, wir brauchen nicht viel Make-up, wir sind wonderful, wir sind wunderschön, wir sind absolut atemberaubend und es ist wirklich, ihr könnt das in Pink, Schwarz, Braun, Rot, Lila, ihr könnt das mit allen Farben machen. Traut euch, habt die Eier, malt los und versucht einfach einen Smoky Eyes zu zaubern. Wie gesagt, das Wichtigste beim Smoky Eyes finde ich immer das Verblenden. Das Verblenden, um praktisch einen flawless Look hinzubekommen, ist das Schwierigste eigentlich. Ihr dürft aber, ich finde zum Beispiel, es gibt ja auch diese Technik, das Cut Creasing. Das ist ja praktisch, dass ihr wirklich dieses Lid komplett von dem trennt. Teilweise mit so einem Glitterliner oder so einem Ring. Oh, es sieht Hammer aus. Leute, da bin selbst ich noch am Üben und ich habe verdammt viel Übung im Schminken. Ich zum Beispiel, ich gehe auch so in die Arbeit. Ich finde das einen sehr schönen, warmen Look. Es sieht auch sehr gepflegt aus. Ich habe das teilweise auch in zart rosa, zum Beispiel ein zartes Rosa mit einem leichten Pink und dann einfach schön verblendet. Da sieht man wirklich nur minimale Farbunterschiede zwischen dem hellen Rosa und dem Pink. Aber ich muss trotzdem sagen, es lohnt sich wirklich einfach mal in den Farbtopf zu greifen. Ich zum Beispiel meine BH Cosmetics. Ich liebe diese Paletten. Ich habe ja euch auch eine Einkaufshaul. Wie gesagt, ich habe nochmal eine Bestellung gemacht, weil die haben jetzt ein paar neue Paletten. Ich habe auch diese wunderschöne Miss Bella Palette mal endlich bekommen. Die kam jetzt endlich wieder ins Lager. Traut euch, nehmt Farbe in die Hand, macht einfach mal, wie gesagt, mit einem ganz soften Kajalstift. Dann finde ich immer super, wenn ihr so ein bisschen Highlights setzt. Ihr könnt auch zum Beispiel noch innen, zum Beispiel hier zum Beispiel auch ein bisschen was Glitzerndes auftragen. Es wird immer schön sein und es ist scheißegal. Ihr müsst euch einfach nur trauen, ein bisschen zu experimentieren. Ich mache das heute immer noch. Ich bin bestimmt kein Profi und ich bestimmt auch hier nicht ein Make-up-Guru oder so. Aber wie gesagt, ich finde halt diesen Look total schön. Traut euch, macht und seid einfach heute wunderschön. Seid ihr ganz neu bei mir auf dem Kanal, dann herzlich willkommen, dass du dich verlaufen hast und hier hängen geblieben bist. Und wenn du Lust hast, dann abonnier doch meinen Kanal und sei Teil meiner Community. Lass mir einen Daumen da, wenn dir das gefällt. Trotz aller Kommentare, die man ja so manchmal bekommt, dass ich mich nicht schminken könnte,
Leute, kann ich nur sagen, schminkt euch mal selber vor so einer kleinen Kamera, guckt mal in eurem Bildschirm und versucht euch zu schminken, es ist gar nicht so einfach. Ich habe früher fast 8 Jahre lang Bauchtanz gemacht und Bollywood getanzt. Ich kann noch viel krassere Make-ups, weil wir halt mit Glitzer und Linern und alles Mögliche gearbeitet haben. Die Leute, die mit mir getanzt haben, wissen, dass ich das auf jeden Fall mega, mega gut kann. Mittlerweile ist aber einfach meine Needs, praktisch mein Komfort in die Richtung gegangen, dass ich einfach eher so ladylike schminke, alltagstauglich. Und ich finde das eine tolle Entwicklung. Es ist auch sehr schön. Die Bauchtanzzeit ist nun mal vorbei. Ich kann jetzt nicht mit grün glitzernden Augenringen, Augen-Make-up in die Arbeit gehen. Ich mache das manchmal auch mal just for fun oder so. Aber wie gesagt, es ist so, 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 so schwer. Und man muss sich erstmal dran gewöhnen. Ich muss hier, wie gesagt, gleichzeitig in den Spiegel gucken, gleichzeitig filmen. Es ist nicht einfach. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mir das sowas von verzeiht und trotzdem meinen Look schön findet. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Video dabei seid und fühlt euch gedrückt und geliebt und von der Jenny geküsst.